Hallo und herzlich willkommen zur 85. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Julian hatte folgende Idee. Hi, mich würde es freuen, wenn ihr ein Video zum Thema Klounfälle machen würdet. Also warum beispielsweise Katze oder Kater auf den Sessel und nicht ins Katzenklo macht. Das machen wir gern, Julian. Wenn auch ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns. Wollt ihr eure Fellnasen in einer Folge sehen? Dann mailt uns die Clips mit eurem Namen und dem oder den Namen eurer Fellnasen. Zum Schluss gibt es wieder unser Rätsel. Und wenn ihr künftig keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch kostenlos Majas Kanal. Beim Aufstehen schlägt einem schon ein übler Geruch entgegen. Man ist wach, noch bevor der Wecker ein zweites Mal klingelt. Was müffelt denn hier? Oh je, der Kampfkater hat den Sessel im Arbeitszimmer mit einer ordentlichen Portion Katzenurin regelrecht eingeweicht. Warum um alles in der Welt hat er das gemacht? Er hat doch so ein schönes Katzenklo. Früher oder später weiß ein jeder Katzenhalter, eine solche Anekdote zu berichten. Doch was können die Katzeneltern tun, damit das nicht wieder passiert? Auf keinen Fall schimpfen oder bestrafen. Die Fellnase bringt eure Aufregung nicht mit dem Klounfall in Verbindung. Im schlimmsten Fall erlebt sie durch die laute Schimpferei noch mehr Stress. Dann lässt die nächste Pfütze nicht lange auf sich warten. Absichtlich hat sie es keinesfalls getan. Und auch wenn der Anschein erweckt wird, sie würde dich ärgern wollen, das will sie nicht. Vielmehr haben die Instinkte Schuld. Ihr solltet auf jeden Fall Erkrankungen, die zu unkontrolliertem Urin und Kotabsatz führen können, ausschließen. Lasst euren Vierbeiner also einmal gründlich vom Tierarzt durchchecken. Kastrierte Kater sind eine besonders gefährdete Gruppe. Mit einer mitgebrachten Urinprobe erspart ihr eurer Schnüffelschnute und dem Doc viel Stress, schiebt schnell eine Schale unter, sobald das Malheur passiert, und zieht dann den Urin in eine Spritze. Häufig ist jedoch einfach das Katzenklo die Ursache für diese Art Unfälle. Katzen haben von Natur aus gern alles im Blick. Für uns Menschen unverständlich gilt dies auch für den Toilettengang. Haubenklos sind für sie ein Graus. Da ist sie eingeengt und kann gar nicht gut gucken. Ist deine Katze keine Haube auf dem Klo gewöhnt, kann das schon die Ursache sein. Ein in Katzenaugen unsauberes Klo ist ebenso ein Grund, nicht darauf zu gehen. Also wechselt regelmäßig die Katzenstreu und reinigt die Toilette in eurer Wanne. Am besten mit geruchsneutralem Reiniger. Bactodes hat sich da sehr bewährt. Aber auch andere Reinigungsmittel ohne Parfüm sind problemlos möglich. Und die Geruchsneutralität zieht sich durch. Verzichtet bitte auch beim Katzenstreu auf Aromatisierung oder Klodeo. Katzi mag am liebsten ihren eigenen Geruch und gerade beim Toilettengang ist sie da sehr pingelig. Wenn es da schon so intensiv nach etwas anderem duftet, schreckt sie das nur ab. Da die Seidentiger ihre Hinterlassenschaften unterheben, sollte der Streufüllstand ausreichend hoch sein. Die Feliden mögen es nicht, mit der Tatze den Toilettenboden zu berühren. Stimmt denn die Katzenklogröße? Wenn das Klo zu klein ist und Katzi nicht genug Platz zum Unterheben hat, dann finden sich schnell viel attraktivere Stellen. Sehr zum Leidwesen von uns Zweibeinern. Es gilt die Faustformel, je größer, desto besser. Es muss auch kein ausgewiesenes Katzenklo sein. Es funktionieren auch die IKEA-Kisten mit 78 x 56 x 18 cm Kantenlänge sehr gut. Vielen Dank für diesen Tipp, Lusi Lausi. Der Standortfaktor ist auch beim Aufstellort der Toilette ein ganz entscheidender. Nicht in direkten Laufwegen der Zweibeiner, nicht zu eingeengt zwischen vielen anderen Dingen, so dass Katzi erst durch einen Parcours muss. Nicht in einer zugigen Umgebung. Bad, Abstellraum oder Keller bieten sich an. Aber auch der Wohnungsflur ist möglich, sofern da nicht ständig Trubel herrscht. Katzi möchte auf dem stillen Örtchen eben genau das. Stille. Sind denn überhaupt genug Katzenklos im Haus? Ihr solltet am besten immer eine Toilette mehr im Haus haben als Katzen. Also bei einer Katze 2 Toiletten, bei 3 Katzen 4 Toiletten und so weiter. Die Samtpfote möchte eben einfach die freie Wahl haben. Als Maja ganz frisch bei uns einzog, hatte sie 2 Klos zur Auswahl. In einem verrichtete sie ihr großes Geschäft und im anderen das kleine. Völlig entspannt und wie selbstverständlich. So viel zum Katzenklo. Kater können einen ganz anderen Hang zum Urinieren haben. Die Markierung ihres Reviers. Ihr solltet euren jungen Kater schnellstmöglich vom Tierarzt kastrieren lassen.
Damit nimmt der Markierdrang spürbar ab und das scheinbar wilde in die Wohnung pinkeln gehört der Geschichte an. Um ein Übermarkieren oder Auffrischen der Markierungsmarken wirkungsvoll zu verhindern, müsst ihr den Uringeruch restlos von der markierten Stelle entfernen. Das funktioniert wirklich sehr gut mit Bacto-Des. Hiermit wird die Proteinstruktur des Katzenurins aufgelöst und damit auch der Grund für den intensiven Geruch. Kommen wir zum letzten großen Auslöser für Urinieren, Stress. Stresspinkeln, auch fälschlicherweise oft als Protestpinkeln bezeichnet, ist einer der häufigsten Ursachen für Unsauberkeit. Stress kann viele Ursachen haben, ein Umzug oder eine andere Katze möglicherweise, manchmal auch nur ein neuer Sessel. Durch das Urinieren unter Stress lässt Katzi die nächste Umgebung und sich selbst noch mehr und intensiver nach sich riechen. Damit versucht sie, sich zu beruhigen und möglichen Aggressoren und Stressauslösern zu signalisieren, dass es ihr Revier ist. Hier hilft es, Stress zu vermeiden. Die Tipps findet ihr in unserer Stressfolge. Um Katzis Gemüt zu beruhigen, hat sich Feliway bewährt. Dieses Katzenpheromon beruhigt die Samtpfote, indem es ihre Chemokommunikation nachahmt. Wenn sich Katzen wohlfühlen, dann reiben sie sich an geliebten Menschen oder Gegenständen und benetzen sie so mit ihrem eigenen natürlichen Wohlfühlpheromon. Und das war es auch schon wieder für heute. Wenn ihr noch Fragen, Tipps oder eine Geschichte zur Klo-Problematik habt, dann schreibt doch bitte einen Kommentar. Und wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch und teilt uns. Im Rätsel vom letzten Mal suchte Maya den Luftballon. Klasse, dass ihr fleißig miträtselt. Beim folgenden werdet ihr vielleicht etwas länger drüber nachdenken müssen. Ein Bruder ist's von vielen Brüdern, in allen ihnen völlig gleich. Ein nötig Glied zu vielen Gliedern, in eines Vaters großem Reich. Jedoch erblickt man ihn nur selten, fast wie ein eingeschoben Kind. Die anderen lassen ihn nur gelten, da wo sie unvermögend sind. Wenn ihr das Rätsel herausbekommen habt, dann schreibt doch die Lösung bitte wie immer in die Kommentare, genauso wie Anregungen oder Videowünsche. Die könnt ihr uns auch mailen oder per WhatsApp schreiben. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach über Patreon. Wenn ihr nichts mehr von Maya und Mokka verpassen möchtet, dann abonniert doch kostenlos unseren Kanal und gebt eure Maya-Abo einen auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.